Einen wunderschönen guten Tag, auch wenn wir eine kleine Runde sind. Mich beruhigt das ein bisschen, weil ich komme nicht aus der Wissenschaft und bin auch keine professionelle Vortragsreisende und versuche trotzdem einfach mal für Sie unsere Erfahrungen im Verein vorzustellen, die wir während der Corona-Pandemie gesammelt haben. Und hoffe, dass wir in ein sehr praxisbezogenes Gespräch miteinander kommen. Ich bin selbst, um das kurz zu sagen, pflegende Angehörige. Seit 2008 bin 70 Jahre alt, habe die Corona-Pandemie als pflegende Angehörige erlebt. In der Zeit, in den ersten Monaten der Pandemie, war ich auch noch berufstätig. Seit Anfang 2022 bin ich Rentnerin und lege jetzt einfach mal los mit ein paar Informationen über unseren Verein. Wir sind ein Verein für pflegende Angehörige, der seit 2008 besteht und in 7 Bundesländern Landesvereine hat. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Wir sind Senioren, wir sind pflegende Angehörige, die noch im Beruf stehen. Wir sind Akademiker, aber auch Menschen ohne akademischen Abschluss. Und unser Credo ist, einfach, wir wollen erreichen, dass pflegende Angehörige in der Öffentlichkeit eine Stimme bekommen, dass sie viel mehr Anerkennung erhalten, dass sie mitbestimmen können bei Pflegeplanung und Pflegeentscheidungen und dass es bessere Unterstützungsangebote für uns gibt. Wir haben dafür eine App eingerichtet. Der Bundesverband hat diese App eingerichtet, die sich inzwischen wirklich gut entwickelt, weil wir über diese App miteinander reden und unsere Erfahrungen austauschen beziehungsweise uns gegenseitig Tipps geben. Ich habe den Link hier mal reingestellt. Ist vielleicht gerade auch für die Schüler und Schülerinnen, die heute zuhören, von Interesse, da mal reinzugucken. Und wir sind in Berlin ein relativ kleiner Verein. Wir haben weniger als 100 Mitglieder. Sind aber in der Stadt und im Land inzwischen gut vernetzt. Ich persönlich vertrete den Verein im Landespflegeausschuss Berlin. Wir arbeiten mit im Landesseniorenbeirat. Wir sind redaktionell eingebunden in den jährlichen Ratgeber, der hier in Berlin gemacht wird. Und wir organisieren eine öffentliche Veranstaltung, den pflegepolitischen Dialog. Und in dieser Eigenschaft haben wir uns eigentlich schon im Jahr Ende 2021 überlegt, wir wollen doch wenigstens mal unsere Vereinsmitglieder befragen, wie sie in der Corona-Pandemie durchgekommen sind und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Denn uns war aufgefallen, dass es zwar sehr viele Berichte aus den stationären Pflegeeinrichtungen gegeben hat, also aus den Pflegeheimen. Aber die häusliche Pflege, in der ja doch die meisten Menschen nach wie vor gepflegt werden, es gibt übrigens bundesweit mehr als 4 Millionen pflegende Angehörige, dass darüber wenig berichtet wurde, obwohl auch unsere Situation überhaupt nicht einfach war. Und vor allen Dingen viele für sich alleine keine Orientierung gefunden haben, wie sie mit den neu aufgetretenen Belastungen gut klarkommen. Wir haben dann einen Fragebogen erarbeitet, mit dem wir an die Katholische Fachhochschule herangetreten sind und an andere Wissenschaftler, um ein bisschen, sagen wir mal, die
die Fachlichkeit doch abzusichern, weil unser Fokus ist ja die Alltagserfahrung und nicht so sehr die Wissenschaft. Und ich glaube, mit dem Fragebogen ist uns eine gute Mischung gelungen zwischen Fragen, die den Alltag einfach ganz einfach, also ganz versorgungsorientiert abbilden und zugleich statistischen Fragen, die man verwenden kann. Wir sind übrigens auf diese Befragung ziemlich stolz. Das will ich nochmal sagen, weil wir haben das alles ehrenamtlich gemacht und auch ohne großartige materielle Ressourcen im Hintergrund und haben uns die Unterstützung, wie gesagt, aus der Wissenschaft organisiert, aber auch aus der Pflegelandschaft in Berlin. Der Fragebogen gliedert sich in 5 Bereiche, die ich hier mal kurz aufgelistet habe. Ich lese sie jetzt nicht im Einzelnen vor. Und ich werde zu jedem dieser 5 Bereiche ein paar Informationen hier darstellen und auch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Der Befragungszeitraum vom 1. März bis 30. September war insofern ganz günstig, weil in dieser Zeit ja schon 2 Jahre Pandemie praktisch hinter uns lagen und demzufolge also auch eine Erfahrungswelt schon reflektiert werden konnte. Und die, sagen wir mal, Antworten, die wir eingesammelt haben, also einen Hintergrund von mehreren Monaten hatten und darum auch, denke ich, schon mit sehr viel Substanz und mit sehr viel Überlegung gegeben werden konnten. Ich beginne mal mit dem ersten Bereich, den wir abgefragt haben. Das ist die persönliche Pflegesituation. Sie können hier sehen, dass wir ganz viele Antworten bekommen haben von pflegenden Angehörigen aus den Pflegegraden 3, 4 und 5. Das sind die Pflegegrade mit den höchsten Pflegeaufwänden. Das sind Bereiche, in denen nicht nur sehr viel Zeit investiert werden muss, sondern die auch vom Umfang, vom Pflegeaufwand her sehr belastend sind. Und wir haben uns gewundert, weil in der normalen, der Anteil der Pflegegrade 3, 4 und 5 in der bundesweiten Pflegestatistik ist wesentlich geringer. Das sind hier die grauen Balken. Und wir haben im Verein darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir so viele Antworten von pflegenden Angehörigen aus Pflegegrad 3, 4 und 5 erhalten haben, hängt unserer Meinung nach damit zusammen, dass diese pflegenden Pflegefamilien in der Corona-Pandemie besonders belastet waren. Für sie war der Einschnitt, der durch Lockdown, Maskenpflicht, Testgeschehen und Impfgeschehen entstanden war, besonders gravierend. Wie die einzelnen Einschnitte bewertet worden sind, dazu komme ich etwas später noch. Und ich möchte eine zweite Zahl hier nennen. Wir haben ganz viele Antworten bekommen von Menschen, die schon sehr lange pflegen. Also wenn man sich hier den Balken anschaut, dann gibt es doch einen sehr, sehr hohen Anteil von Menschen, die zwischen 6 und 10 Jahren pflegen, sogar 11 bis 20 Jahre und Menschen sogar über 20 Jahre. Und von diesen Menschen gibt es sehr viele, die mehr als 40 Stunden in der Woche pflegen müssen, also mehr als die Hälfte. Warum betone ich das? Ich sage das, weil ich glaube, dass Menschen, die mit solchem Engagement in der Pflege tätig sind, auch wirklich Experten sind, um Versorgungsfragen zu beurteilen und einzuschätzen.
Genau das wurde uns auch gespiegelt. Die Tatsache, dass wir überhaupt gefragt haben, hat für viele eine sehr positive Wirkung gehabt. Viele haben das als Wertschätzung empfunden, was ja auch darauf schließen lässt, dass pflegende Angehörige viel zu selten und viel zu wenig gefragt werden. Und wir schlagen deshalb vor, also solche Befragungen landesweit oder auch auf kommunaler Ebene zu wiederholen. Weil neben der Wertschätzung für uns als pflegende Angehörige kommt ja dabei auch heraus, dass die Kommune, also die staatlichen Strukturen, die mit Pflegeplanung beschäftigt sind, Informationen erhalten, die sie sonst vielleicht aus der Statistik nicht bekommen. Inzwischen glaube ich, sind diese Erfahrungen auch deshalb wichtig, weil neue Krisenerscheinungen ja am Horizont zu sehen sind. Wir haben die hohe Belastung von Pflegefamilien durch die Klimaentwicklung, also insbesondere was die Hitzeentwicklung betrifft. Wir haben immer mehr Großschäden, von denen auch Pflegeeinrichtungen betroffen sind, also Flutschäden, Dauerregen etc. Und ich glaube, dass man deshalb aus den praktischen Erfahrungen der Pflegefamilien in der Corona-Pandemie auch überhaupt darauf schließen kann, wie Krisenpläne auf kommunaler Ebene geschrieben werden sollten. Aus unserer Sicht gibt es weitergehenden Forschungsbedarf, den wir als ehrenamtlicher Verein nicht leisten können. Aber uns ist aufgefallen, wie ich schon zu Anfang beschrieben habe, dass es offensichtlich unterschiedliche Bedarfe auch innerhalb der Pflege, der Pflegenden, der Pflege-Community gibt. Dass also zum Beispiel pflegende Angehörige, die im Pflegegrad 3, 4 oder 5 pflegen, wahrscheinlich noch andere Bedarfe haben als Pflegefamilien, die im Pflegegrad 1 oder 2 Verantwortung tragen. Und deshalb schlagen wir vor, dass man bei weiteren Analysen diese Zielgruppen, diese unterschiedlichen Fokussierungen stärker in den Mittelpunkt rückt. Also neben der Altersstruktur auch zum Beispiel die Wohnsituation. Es gibt sehr viele pflegende Angehörige, die alleine leben und keine Familie im Wohnumfeld haben. Und vielleicht auch nicht so sehr mit Nachbarn kommunizieren. Und allein lebende pflegebedürftige Menschen, die nur 1 oder 2 Mal am Tag vom Pflegedienst besucht werden, haben natürlich nochmal einen ganz anderen Versorgungsbedarf in Krisensituationen als zum Beispiel unsere Pflegesituation. Es geht auch darum, genauer hinzuschauen, wie Pflegefamilien, in denen die pflegenden Angehörigen schon sehr lange pflegen, also zum Beispiel so wie ich, wie da die Ressourcen, wie viel Energie, wie viel Kraft dort vorhanden ist, um mit plötzlichen Veränderungen und diese Corona-Pandemie, Entschuldigung, war eine solche plötzliche Veränderung, um darauf flexibel zu reagieren. Und letztendlich, und hier bringe ich die eine Forderung unseres Vereins ins Spiel, der hohe wöchentliche Zeitaufwand durch die Pandemie, der zeigt eigentlich den politischen Handlungsbedarf dafür, dass es endlich eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige geben muss und bessere Reha-Möglichkeiten, Angebote, damit wir uns als pflegende Angehörige von außerordentlichen Belastungen auch besser erholen. Ich komme zum Punkt Nummer 2. Für alle, die es noch mal lesen wollen, das sind die Corona-bedingten Ausfälle und Hindernisse. Hier wird es spannend. Wir haben gefragt, auf welche Leistungen mussten Pflegefamilien während der Pandemie verzichten und in welchem Umfang.
Und die Zahlen waren schon ziemlich erschreckend. Mehr als 45% waren mehr als einmal in der Woche von Ausfällen betroffen. Was also bedeutet, wahrscheinlich mindestens zweimal. Wir hatten auch Antworten, wo Leute sagten, bei uns ist jeden Tag irgendwas nicht, hat jeden Tag irgendwas nicht mehr funktioniert. Und besonders wichtig ist auch der Umstand, dass für 45% die private Unterstützung weggefallen ist. Also privat heißt Nachbarn, Freunde, Bekannte, die eben mal vorbeikommen, oder die mal in der Wohnung helfen oder mal Essen bringen. Also, dass diese Kontakte auch drastisch eingeschränkt worden sind. Und deshalb wundert es nicht, dass fast 70% dieser Ausfälle als sehr belastend oder eher belastend empfunden haben. Auf der anderen Seite hat die Corona-Pandemie etwas forciert, was in der Pflegeversorgung bisher oder vor der Pandemie überhaupt nicht stattgefunden hat. Und das war die telefonische Beratung, die von mehr als zwei Dritteln der Befragten als sehr positiv empfunden wurde. Zu der Art der Ausgestaltung dieser telefonischen Beratung sage ich nachher noch mal kurz was. Ich gehe jetzt auf die einzelne und nicht auf jede einzelne Zahl ein, aber ich finde doch erheblich, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn 30% der Besuchsdienste und 23,7% der Betreuungsdienste wegfallen, dann kann man daraus entnehmen, dass vor allen Dingen die alltäglichen Kontakte, also das, was wir auch unter sozialer Kommunikation oder auch Teilhabe an gesellschaftlichen oder sozialen Leben verstehen, dass insbesondere dieser Bereich weggebrochen ist. Und wir haben uns überlegt, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen muss. Nach unserer Meinung ist die Dimension dessen, was an Angeboten, an Versorgungsleistungen während der Pandemie ausgefallen ist, immer noch nicht ausreichend im Blick. Es geht los bei Arztterminen. Man kam einfach nicht mehr in die Praxen. Wenn man Mobilitätsdienste bräuchte, waren die zum großen Teil überlastet. Therapietermine sind abgesagt worden. Das beginnt bei der Logotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie. Die gesamte Breite endet dann bei den nicht mehr geöffneten Büros der Pflegekassen, bei Banken und Behörden, die alle geschlossen waren. Und diese Lockdown-Situation hat für die pflegenden Angehörigen, indem die ja doch ein zusätzlichen Organisationsaufwand in dieser Zeit hatten, diesen Organisationsaufwand nochmal erschwert. Und diese gesamte Ausfallsbreite muss bei der Einschätzung der Corona-Entwicklung unserer Meinung nach stärker in den Blick. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und auch mir bekannte pflegende Angehörige, mit denen ich im Austausch bin, ist, dass der zusätzliche Zeitaufwand und die entstandene Verunsicherung gesundheitlich eklatante Auswirkungen haben kann. Also bei mir war es vor allen Dingen die Tatsache, dass man nachts nicht mehr ordentlich schlafen konnte, weil man irgendwie nicht sicher war, wie man irgendein Problem am nächsten Tag sortiert bekommt oder gelöst bekommt. Und was wir sehr vermissen, ist, dass es sowas gibt wie eine Nachsorge für diese besonders belasteten pflegenden Angehörigen, insbesondere in den höheren Pflegegraden, was ihre gesundheitliche Verfassung, ihre gesundheitlichen Bedarfe betrifft. Inzwischen wird in vielen Kommunen an Krisenplänen gearbeitet. Für diese Krisenpläne, die wichtig sind und die nicht nur Pandemiegeschehen einfangen wollen, sondern eben auch
Hitzebelastung, sonstige Umweltstörungen. Die Pandemiehilfe, die Pandemiepläne, die Krisenpläne, sorry, müssen im Prinzip so gestrickt sein, dass die zugehenden Angebote zu den Menschen kommen. Es muss trotz einer Krisensituation aufsuchende, zugehende Angebote geben. Und vor allen Dingen die Möglichkeit einer regelmäßigen persönlichen Kontaktaufnahme. Deshalb schlagen wir vor, es gibt nach dem SGB-5, kennt vielleicht jeder die Nummer 116, 117, da kann man rund um die Uhr anrufen und Behandlungsbedarf anmelden. Eine ähnliche Variante wollen wir oder schlagen wir vor für eine pflegerische Akutbehandlung. Denn die Wahrheit ist ja auch, dass Pflegestützpunkte in der Regel um 17 oder 18 Uhr schließen. Dass es nicht in allen Ländern, in allen Bundesländern Hotlines gibt, die über die regulären Öffnungszeiten hinaus arbeiten. Und Pflegehaushalte brauchen gerade in Krisensituationen eine 24/7-Kommunikationslösung, die rund um die Uhr erreicht ist und wo auch eine Rückruf Option enthalten ist. Die Telefonbegutachtung, inzwischen angeboten worden, die während der Pandemie angeboten worden ist, und auch die Telefonberatung, die hat in vielen Berichten eine sehr, sehr gute Einschätzung erhalten und sollte vielleicht in einem Punkt wirklich erweitert werden, dass während einer Begutachtung oder einer Beratung unbedingt ein Videoformat gesichert werden muss, damit wenigstens die Partner sich gegenseitig sehen und auf, sagen wir mal, visuelle, emotionale Reaktionen auch eingehen können. Wir kommen jetzt zum Thema Nummer 3. Sie merken schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich versuche mal trotzdem meinen Stiefel durchzuziehen. Wir haben auch nach dem Impfgeschehen gefragt, weil gerade das Impfgeschehen ja für die Pflegefamilien, gerade auch für die pflegebedürftigen Menschen eine ganz wichtige, aber auch komplizierte Pandemiesituation gewesen ist. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle, die hier zuhören, aus Berlin sind. Deshalb will ich mal kurz beschreiben, wie das bei uns hier gelaufen ist. Die Senatsverwaltung hat in Berlin relativ schnell Impfzentren eingerichtet und für pflegende Angehörige und Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geschaffen, kostenlos dorthin zu fahren. Das hat hervorragend geklappt. Also man konnte sich ein Taxi bestellen, wurde dorthin gefahren. Vorher hat man einen Termin gebucht, wurde dorthin gefahren, wurde dort sehr professionell begleitet, geimpft. Und dann konnten die Menschen mit Pflegebedarf wieder nach Hause fahren. Das Problem an dieser Lösung war, dass wir als pflegende Angehörige nicht gleich mitgeimpft worden sind. Also ich bin mit meinem Mann mitgefahren, bin dann aus dem Taxi ausgestiegen, habe vor dem Impfzentrum gewartet, bis er wieder rauskam, und bin mit ihm wieder nach Hause gefahren. Das haben ganz viele betroffene Familien kritisiert. Und deshalb schlagen wir unbedingt vor, dass es eine gleichzeitige Impfung von vulnerablen Gruppen, also von Menschen mit Behinderung, von hochaltrigen Menschen und von pflegebedürftigen Menschen mit ihren pflegenden Angehörigen geben muss. Wenn eine Pandemie erneut ausbricht, muss das gesichert sein. Das war der Hauptpunkt, den die meisten auch angesprochen haben als Hauptproblem. Und das zweite Problem war die telefonische Erreichbarkeit bei der Terminvergabe. Ich denke, das ist eher ein bundesweites Phänomen.
Wir haben uns gewundert, dass die aufsuchenden Impfangebote nur mit 17,2% angegeben worden sind als Problem. Aber ich denke, das hat was mit dieser besonderen Berliner Lösung zu tun, dass die Erstimpfung auf jeden Fall sehr gut organisiert war über diese kostenlose Transportmöglichkeit und diese zentrale Terminvergabe. Erst im Laufe des Impfgeschehens wurden dann mobile Impfteams eingesetzt. Das begrüßen wir außerordentlich, denn es gibt nicht wenige Menschen mit Pflegebedarf, die überhaupt nicht mehr mobil sind und zu keiner Impfung selbst hingehen können oder hinfahren können und die zu Hause geimpft werden. Und für das häusliche Impfgeschehen bei zukünftigen Pandemien bräuchte es wirklich nicht nur diese mobilen Impfteams, sondern auch die Frage, was ist mit der Versorgung mit Hilfsmitteln, Masken, Tests? Kann das über diese mobilen Impfteams mit abgewickelt werden? Oder können Pflegefachkräfte aus Pflegediensten Impfungen in Pandemiefällen übernehmen? Wir finden, diese Fragen müssen diskutiert werden, weil vorausgesetzt, dass ein neues Pandemiegeschehen eintritt, die Gefahr der Infektion ja schon in dem Moment wächst, in dem man die eigene Wohnung verlässt. Die anderen Punkte, denke ich, erklären sich von selbst. Wir brauchen unbedingt eine analoge Möglichkeit der Terminvergabe. Die reine Terminvergabe über digitale Medien funktioniert insbesondere für ältere Menschen nicht. Und hier nochmal der Hinweis von uns aus, was ist mit den alleinlebenden Pflegebedürftigen, wo die Kinder vielleicht in München arbeiten oder gar im Ausland oder die gar keine Familienanbindung mehr haben. Um diese Menschen muss man sich gerade zu Beginn einer Pandemie, denke ich, besonders kümmern. Im Moment wird ja das Pflegekompetenzgesetz diskutiert und dort wird, glaube ich, inzwischen die Möglichkeit geschaffen, auf die Angaben, die ja alle vorliegen. Die Angaben sind ja da. Bei der Pflegebegutachtung wird ja erhoben, ob Pflegepersonen im familiären Umfeld vorhanden sind. Bisher ist der Zugriff auf diese Daten nicht gegeben. Wenn aber für alleinlebende Pflegebedürftige ohne familiäres Umfeld und ohne Netzwerk muss der Zugriff die Informationen über diese Lebenssituation unbedingt zu Beginn einer Pandemie möglich sein. Pflegebedürftige und Zugehörige gleichzeitig impfen, hatte ich schon gesagt. Und den letzten Punkt habe ich bewusst als Frage formuliert. Wir haben einen häuslichen Pflegedienst, der jeden Morgen kommt. In den allerersten Tagen haben wir die Tür zugemacht. Also ich rede jetzt mal Klartext und haben die Termine abgesagt. Im Laufe der Zeit hatte man sich an die Hygieneregeln, an den Umgang auch mit Gefahrensituationen gewöhnt und wir haben die normale pflegerische Versorgung wieder aufgenommen. Und trotzdem entstand in dieser Zeit eine Frage, habe ich das Recht, als Pflegeangehörige eine Pflegekraft zu fragen, ob sie geimpft ist oder nicht? Mit den Pflegekräften, zu denen wir ein gutes Vertrauensverhältnis haben, haben wir diese Frage gestellt und sie haben auch geantwortet. Und es war niemand dabei, der gesagt hat, er ist nicht geimpft. Aber ich habe mich manchmal gefragt, wenn jetzt jemand sagt, er ist nicht geimpft, wie gehe ich dann damit um? Und ehrlich gesagt habe ich keine Antwort. Das sind Sachen, oder
ich erzähle diese Geschichte, um einfach auch mal deutlich zu machen, was dann so im konkreten Alltag so an Schwierigkeiten dann oder was einem da so durch die Seele läuft und wo man dann denkt, mache ich das jetzt richtig, mache ich das jetzt nicht richtig, und wo es im Prinzip auch keine Lösungsschema da gibt, sondern wo man aus dem Gefühl, aus der Erfahrung, aus dem Bauch heraus entscheidet, wie man sich verhält und wie nicht. Der vierte Bereich war, wir haben gefragt, wie sich die pflegenden Angehörigen informiert fühlten. Und waren völlig überrascht, dass 42% gar nicht richtig einschätzen konnten, ob sie sich gut oder schlecht informiert fühlten. Und vielleicht kommen wir heute darüber mal ein bisschen in die Diskussion, woran das liegen könnte. Ich glaube, auf der einen Seite gab es eine Flut von Informationen aus allen möglichen Ecken. Aber auf der anderen Seite, so habe ich die Situation wahrgenommen, gab es keine sicheren Informationen. Also man hatte nicht das Gefühl, dass man in einem Dschungel von Fakten, Meinungen und Informationen hin und her läuft und im Prinzip auch wieder auf seine Erfahrung, auf sein Gefühl zurückgeworfen war. Das war eine der Gründe, warum viele pflegende Angehörige während der Corona-Pandemie ein hohes Maß an Unsicherheit empfunden haben und immer auch mit der Angst gelebt haben, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Also mich hat diese Frage jedenfalls sehr oft beschäftigt. Ich wollte noch erläutern, wir haben hier einen hohen Anteil von 37,8%, die gesagt haben, sie haben sich über andere Kanäle informiert. Was ist mit diesen anderen Kanälen gemeint? Andere Kanäle waren in hohem Maße hier bei dieser Frage das Internet im Übrigen. Also es gibt inzwischen einen doch hohen Anteil von pflegenden Angehörigen, insbesondere die jünger sind, die sich wirklich übers Internet informieren. Das ist für uns nochmal ein Symptom oder ein Hinweis darauf, dass es sowas wie eine zentrale Anlaufstelle oder Informationsstelle in Krisensituationen für Pflegehaushalte geben muss. Es kann es sollte möglicherweise eine zentrale App sein, wo zum Beispiel, wenn das Robert-Koch-Institut, was die Impfrichtlinien betrifft, eine neue Entscheidung getroffen hat, oder die Versorgung mit Masken und Desinfektionsmitteln geändert wurde, dass man solche Informationen in einfacher, klarer Sprache sehr schnell und für alle zugänglich erhält. Weil ein wichtiges Problem oder eine Schwierigkeit in der Corona-Pandemie war auch die sichere, der zusätzliche Zeitaufwand für die Informationsbeschaffung. Für uns ist es ganz wichtig zu sichern. Und das sage ich als jemand, der mit digitalen Medien vertraut ist, dass die analogen Informationsmöglichkeiten erhalten und sogar ausgebaut werden. Also hier nochmal der Hinweis auf die 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche Hotline mit einem Rückrufangebot. Das heißt, wenn man auf eine Warteschleife trifft, dass man da nicht 30 Minuten oder eine Stunde drin hängt, sondern dass automatisch nach einer bestimmten Zeit ein Rückrufangebot erfolgt, auf das man sich doch dann auch verlassen kann. Und man braucht gerade in Krisensituationen und gerade am Beginn einer solchen Krisensituation schnelle, klare Informationen aus einer Hand. Das betrifft insbesondere Menschen, die
mit mehreren Versorgungsebenen zu tun haben. Also Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Man ist inzwischen neben seiner eigentlichen Pflegebedürftigkeit erblindet. Der ist also ein Mensch mit Behinderung und einer vulnerablen Erkrankung. Und es sind unterschiedliche Regelungen getroffen worden in unterschiedlichen Gesetzbüchern. Wenn man das als Einzelperson alles verfolgen und verstehen will, dann könnte man einen halben Tag nur am Rechner sitzen und irgendwelche Gesetzestexte lesen. Und am Ende wieder eine Frage, auf die es für mich nach wie vor keine Antwort gibt. Was passiert eigentlich in Krisensituationen mit Pflegehaushalten, wenn der Strom ausfällt? Stellt euch mal vor, der Pflegedienst kann nicht mal mehr klingeln. Du weißt gar nicht, ob unten jemand an der Tür steht oder nicht. Oder es gibt nicht wenige Menschen, die brauchen Beatmungsgeräte. Wenn der Strom ausfällt, können die Geräte nicht mehr betrieben werden. Also für solche Akutsituationen, ich will hier keinen Teufel an die Wand malen, aber das sind Fragen, denke ich, die wir uns zumindest in der Versorgungssituation unmittelbar schon stellen. Und die auch dazu beitragen, dass es ein hohes Maß an Unsicherheit gerade für pflegende Angehörige gibt. Letzter Punkt. Wir haben relativ wenige Antworten bekommen, wollten aber unbedingt den Bereich der pflegenden Angehörigen, die zugleich noch berufstätig sind, mit berühren und haben gefragt, ob sie in derselben Weise wie bisher, ob die Menschen in derselben Weise wie bisher weiterarbeiten konnten oder ihre beruflichen Bedingungen sich durch die Pandemie verändert haben. Die Ergebnisse stehen hier oben. Ein Drittel haben durch die Corona-Pandemie Veränderungen in ihrer Arbeitswelt, also negative Veränderungen in ihrer Arbeitswelt erleben müssen. 42% konnten ins Homeoffice gehen. Dazu muss ich sagen, also die Pandemie hat, was die Entwicklung von Homeoffice-Arbeitsmöglichkeiten betrifft, wirklich einen großen Schub gebracht, wobei man allerdings schon fragen muss, ob die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, und die Pflegeverantwortung wirklich immer kompatibel sein können. Ich glaube, dass man hier noch mal sehr, sehr viel genauer hinschauen muss, ob nicht das Homeoffice sogar dazu führt, dass entweder die Arbeitsleistung sinkt, weil der Pflegeaufwand zu hoch ist, oder die Pflegequalität leidet, weil die Arbeitsbelastung im Homeoffice ja auch nicht gering ist. Und besonders interessant ist die Zahl, die wir ermittelt haben, dass die Veränderung der beruflichen Tätigkeit zu Spannungen innerhalb der Familie, also der Beziehungen geführt hat, vor allen Dingen in der Partnerschaft und auch im Verhältnis zum Pflegebedürftigen selbst. Das ist die Aussage, die ich meinte, man muss sich anschauen, ob ein Homeoffice und Pflegeverantwortung wirklich vereinbar sind. Unsere Diskussion zu diesen Ergebnissen war, dass es vor allen Dingen darum gehen muss, Ausweichmöglichkeiten in Krisensituationen zu schaffen. Ausweichmöglichkeiten im normalen Pflegealltag, das sind die Kurzzeit- und Tagespflegeplätze. Die Kurzzeitpflege ist sicherlich bekannt, also der vorübergehende kurzzeitige und die vorübergehende kurzzeitige Unterbringung in stationären Einrichtungen. Und die Tagespflegeplätze, ich nenne sie immer die Kitas für die Pflegebedürftigen, schaffen die Möglichkeit, tagsüber
in Einrichtungen mit anderen Pflegebedürftigen zusammen zu sein und versorgt zu werden. Aber der Mangel an Tagespflegeplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen, der ist so eklatant, dass also schon jetzt die Bedarfe nicht erfüllt werden können. Zugleich aber zu Beginn der Corona-Pandemie viele Tagespflegeeinrichtungen sofort geschlossen haben. Ich glaube, dass hier eine große Verantwortung der Politik besteht, hier wirklich einen Entwicklungsschub zu organisieren, um die Tatsache, dass wir praktisch in unserer Pflegesituation eingesperrt und isoliert waren, um dem etwas entgegensetzen zu können. Über die Krisennachsorge für pflegende Angehörige habe ich schon gesprochen. Auch über die Frage der Vereinbarkeit von Homeoffice und Pflege. Für mich ist die Frage, ob es ein allgemeines Recht auf Homeoffice für pflegende Angehörige zu jeder Zeit geben sollte, also auch dann, wenn es keine Krisensituationen gibt. Auch diese Frage wäre zu diskutieren. Und etwas, das gerade in der Krise die Situation erleichtert hätte, wenn es die Erlaubnis gäbe, den Entlastungsbetrag nach 45b SGB 11, das sind die 125 Euro, die man im Monat benutzen kann, wenn der endlich freigegeben wird, damit man Freunde, Nachbarn, die sowieso im Alltag ganz viel Unterstützung leisten, wenigstens eine Anerkennung geben kann, ohne große bürokratische Aufwände und große Antragsverfahren. Aus unserer Sicht müsste es zwei verbindliche Versorgungsstandards müssten entwickelt werden. Also der erste: Wie vermeidet man soziale Isolation in einer Krisensituation? Und der zweite Punkt, den ich noch sehr viel wichtiger finde, ist: Was passiert, wenn pflegende Angehörige während einer Krisensituation erkranken, also wenn sie selbst ins Krankenhaus müssen oder die Pflege im Haushalt nicht mehr leisten können? Dafür muss es verbindliche Abläufe geben. Und die Situation für die Menschen, vor allen Dingen für die zu pflegenden Menschen, erstens ihre Versorgung sicherstellen, aber zweitens auch die Angst und Unsicherheit reduzieren und vermeiden. Ich bin eigentlich am Ende vom Kern unserer Untersuchung. Ich will noch mal ganz kurz sagen, wir haben ganz oft während der Corona-Pandemie in der Presse den Satz gelesen: In der Corona-Pandemie sind wir alle gleich. Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich glaube, dass keine Pandemie oder keine Krisensituation die Gleichheit fördert, sondern dass sie Ungleichheit verstärkt und Defizite sichtbar macht. Und ich persönlich habe die Corona-Pandemie genau so erlebt. Wir waren plötzlich auf uns alleine gestellt. Und es ist ja so, dass niemand so richtig wusste, wie gehen wir denn damit um. Aber für uns waren die Möglichkeiten, flexibel selbstständige Lösungen zu finden, denke ich, am schwierigsten. Und ich stelle mir wirklich, ich will das nochmal sagen, ich habe beruflich pflegepolitisch gearbeitet. Ich bin also jemand, der sich in den Gesetzen orientieren kann und auch in Verordnungen und sonstigen Anweisungen und Regelungen. Ich stelle mir die vielen Menschen vor, die diesen Hintergrund nicht haben und glaube, dass wir darauf mehr achten müssen, dass es klare, schnelle, einfache Regelungen gibt, die den Menschen Sicherheit geben. Denn
Niemand will die Pflegesituation beenden in einer Krisensituation, aber wir möchten auch keine Fehler machen. Und deshalb, letzter Satz, ist, denke ich, Krisenplanung für die häusliche Pflege eine ganz wichtige Aufgabe der nächsten Zeit. Vielen Dank.